hier auf diesem Channel. Ja. Jetzt. Ja. Weil es geruckelt hat. Ja. Ach, das gibt es bei ganz Spielen. Wir haben damals bei Dark Age of Camelot, gab es zum Beispiel im RVR, also im Realm vs. Realm, das große PvP, immer den Incoming-Lag. Immer wenn der Zerg gekommen ist oder wenn andere Spieler gekommen sind, gab es so einen ganz kurzen Ruckler. Hat die Engine einfach so gemacht. Das heißt, du wusstest immer genau, wann wer kommt. Was mache ich hier? Ja, ich rede wieder. Genau. Am Freitag streamen wir wieder. Am Freitag gibt's Chronicles of Drunagor. Auf fettes Brett. Aber heute gibt's Time Stories of the Sassiella Freeze Show. Yes, yes. Warum? Okay. Ja. Gute Frage. Okay. Bitte was? Ja. Okay. Die tun mir weh. Hör auf mich zu schießen. Wie treffen die mich? Jesus, was schießt denn da auf mich? Also Ultimate Ruhe, ja? Hä? Wenig, Schatz, wenig. Keines übertrieben. Ja, Runde ist gleich vorbei. Wir sind hier 8-2 vorne.
Was? Ach so. Ich habe gleich keine Munition mehr. Ich habe noch 32 Raketen, dann bin ich leer. Ich habe noch 120. So, nein, wir haben Sea of Thieves ganz wenig gespielt. Hat 169 Damage gemacht mit dem Bushwhacker. Ja, bis zum Schluss. Ja, komplett verballert in die Gegner. Aber so richtig. 304 gefressen. Das Geilste ist halt einfach, die schießen mir immer die Arme weg und ich verliere dadurch einfach genau gar nichts. Schönen guten Tag, Chat. So, haben noch Hallo gesagt. So. Guck dir nochmal ganz kurz den Stiletto an, den an Discord. Ja. Das ist der Hammer, wie der aussieht. Dieses Ding. Ich schaue. So, Kameraden, hier seht ihr den Stiletto. Das ist, sieht aus, als wenn es ein Raven mit einer Mad Cat getrieben hätte oder ja, so. Ja, genau, voll auf Steroide das Vieh, ey. Interessant. Bin ich mal gespannt, wenn ich dann das erstmal neben dem Spiel habe. Innere Sphäre, Battlemech, 35 Tonnen. Ja. Production hier 3061. Na ja, gut. Halt auch schon sehr, sehr spät, ne? Ja, der basiert auf Omni-Technologie hier von dem. Was habe ich vorgelesen? Irgendwas? Fire Falcon Omni. Fire Falcon, genau. Naja. So. Bin in der Garage. Das heißt aber auch, dass die Mission CD von Mech Commander 1 dann nach 3050 hier spielt, deutlich danach. Ja. Group Invite ist raus. Alles klar. Ich bin so ein Battletech-Fieber wieder, verdammt. Voll super. Na, voll scheiße, mein Vorricht sagt schon wieder auf. Du spielst ja nur noch Roboter! Ja. Nur noch Roboter. Was spiele ich denn jetzt? Du spielst, das Geile war letztens so, du spielst nur noch mit der Ella Phasmo und mit dem Fries nur noch Roboter. Mit mir spielst du nicht mehr. Ja. Und deswegen fand ich es gut, dass die Ella letztens meine Frau mal zu gezwungen hat, auch mal mit dem Mädel zusammen, wenn du da freitags deinen YouTube machst, ne? Haben die ja zusammen Phasmo gespielt. Ja. Die vier Mädels. Das fand ich gut. Oh mein Gott, was ist bei dem Computer von meiner Frau los? Meine Frau gerade sagt gerade, wieso deine Frau spielt doch nächste Woche Freitag wieder mit uns? Ja, natürlich. Ich hoffe. Ja. Ich hoffe. Oh, habe ich meine Ruhe? Habe ich nicht laut gesagt, ne? Nee, hat keiner gehört. Jetzt alle zwei Wochen. In zwei Streams hat man es nur gehört. Oh Gott. Gefährlich. Der Rechner von meinem. Ich muss mal kurz den Rechner von meiner Frau neu booten. Bin gleich wieder da. Ja.
Jeden Freitag ist meine Weiber-Horror-Indie-Gruppe. Yeah. Ja, mehr Horror-Games. Könnt ihr dann so Kram wie Visage zusammenspielen oder so. Ah, das ja, ist ja, ja auch hier ein Hot Seat. Ich brauche auch so ein Desk-PC. So ein was? Desk-PC. Da braucht man nicht so viel rumrennen hier. Ach so. So wie das der auf dem Tech-Channel da macht, weißt du, den Computer an den Schreibtisch einbauen. Finde ich eigentlich geil. Geile Idee immer. Ja, grundsätzlich ziemlich cool. Ich finde es aber mega unpraktisch. Außerdem stehe ich total auf Tower-Gehäuse. Das ist ja interessant. Hier. Der PlayStation 4-Controller, der per USB an meiner vorigen Computer angeschlossen war, weil sie ja die Nacht irgendwann das jetzt mal PlayStation 4 Final Fantasy über Netzwerk gespielt hat, ne, hatte ich ja erzählt, der verursacht beim, wenn du den beim Booten dran hast, einen Bluescreen in Windows 10. Aha. Ich hab den jetzt mal abgezogen, jetzt geht's. Gruselig. Ja, Bluescreen kennt man gar nicht mehr, ne? Eigentlich. Ja, doch, doch. Oh, selten ist das selten. Na gut, du kriegst es noch mit als IT-Berater. Achso, ich passe auf euch auf. Hast du da Bier auf der Schulter oder ist das Abendessen? Ja, ja, klar, das sind Bierdosen. Bierdosen. Ich bin Butler, ich trage euer Bier. Musst du dir einfach so eine wegnehmen. Gut, gut, gut. Bedienen Sie sich. Boah, der sieht geil aus hier, der vorne. Der Huntsman? Ja. Der ist selten, ne? Boah. Ja, kennst du auch den wahrscheinlich YouTuber TTP? Kennst du ja wahrscheinlich auch von der MWO spielt, ne? Nein. Okay, ist auch ist ein Deutscher, der Englisch YouTube-Geschichte wie MWO macht. Ja. Und der hat letztes Mal einen Annihilator gespielt mit 3MRM30. Das musst du auch mal ausprobieren, das geht gut ab. Ich habe vorhin einen Awesome gesehen, der hat 6 oder 7 Light-PPCs gehabt. Das macht immer nur so. Ja. Das war sehr, sehr witzig. Macht leider nur keinen Schaden. Hm. Ja, guck mal, du machst pro Schuss 5 Schaden. Ja. Dann überleg dir mal, wie lange du auf einen draufhalten musst, auf einem Punkt, bis du da wirklich Schaden gemacht hast. Ja, stimmt schon. Ich habe jetzt auch den Corsair habe ich jetzt 4-mal umgebaut heute. Ich bin mit den Ultra AC10 überhaupt nicht zufrieden. Ich finde die Gem einfach ständig. Ja. Und dann habe ich erst AC10 ausprobiert, aber irgendwie, keine Ahnung, da fehlt irgendwie der Bums. Dann habe ich es mit Gauss ausprobiert, aber Gauss mag ich nicht spielen und jetzt bin ich auf Rotary 5. Ja, ist doch völlig in Ordnung. Ja, und mit den Rotaries läuft das jetzt. Er hat zwar nur 1000 Schuss dabei, aber irgendwas ist ja immer. Ist das nicht schön? Wir haben einen Disconnect und einen AFKler. Oh, nice. 1500 Meter. Ja, dafür haben wir Caleb dabei, der heißt das Ganze hier. Ach, Quatsch. Ich stelle mich einfach hinter dich, pass auf dich auf. Schau hier mal in Juli Wiener oben. Die gehen um unten da hinten. Ich komme da nicht dran, scheiße. Doch, an den komme ich dran. Die gehen wieder auf den hohen Hügel. Also das ist jetzt auch in letzter Zeit. Bei G8, da gehe ich auch immer drauf, wenn ich von der anderen Seite starte. Siehst du, Chris? Der ist jetzt reconnected. Ja, warum macht das bei mir nie? Keine Ahnung. Karma. Hamster. Also die gehen alle da hinten im Hintergrund auf G8, da ist ja der ganz hohe Hügel, da gehen die alle hin. Auf G8? G8, auf den ganz hohen Hügel. Siehst du, da oben kommt der erste. Ganz da oben. Da wird meist von gespielt momentan, von da oben. Aber wir gehen einfach hier runter und gehen über Y9 und Y10 auf die gegnerische Basis, hätte ich gesagt. Ne, da komme ich nicht durch. Dass die da oben stehen und tun. Ich würde jetzt auch einfach sagen, Base. Ja. Der kommt. H9 ist eine Zolt.
Ja, ich würde auf H10 eher auf den drauf drücken. Das war ja ein Trebuchet in H10. Und dahinter ist nicht gleich ein Direwolf auch noch. Na komm her, ich gehe erst einmal tief und dann hoch. Na, der Flieh haut da ab. Und der Warhammer bei mir. Nicht nur der Warhammer, der ist auch ein Trebuchet. Blood-Asp. Der ist zu viel an der Ecke. Ich muss ein bisschen mich zurückfallen lassen. Blood-Asp kommt, ja? Ja, Blood-Asp kommt. Und auch ganz alleine. Ja. Aber wir haben Mad Dog hinten in J11. Ja, der nervt mich. Die eine LBX-20 hat er verloren. Oh, ich glaube, das war ein Knockshot. Ich muss halt aufpassen. Es kann sein, dass ich gleich down bin. Ich hoffe nicht. Komm. Wickel, 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 wickel. Blood-Asp back. Ja, ich bin aber sehr, sehr angeschlagen. Ich auch, der Mad Dog, der hat mich auf dem Korn als. Aber egal, noch lebe ich. New target acquired. UAV activated. Ich kann ja mal mit auf den Mad Dog drauf gehen, ja, da drüben auf der anderen Seite. Wo ist denn der? Enemy base is being captured. Ich hab ihn gesehen. Quartz. Ja, der ist immer noch in J11 ungefähr. Ja, ich geh an den dran. Ich setze hier hinten auch gleich eine UAV. Geh mal den Mad Dog. Werde ich hier gesehen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Also ich setze Mad Dog weiter unter Druck, dass der euch dann nicht. Ja, der sitzt, kann. Steht bei denen in der Basis. Ja, ich sehe es. Ah, der hat mich immer noch. Den kann der mich immer noch im Target haben. Hm. Lauf einfach weiter, lauf weiter. Ich stehe direkt im Schusswinkel. Eigentlich müsste ich genug abfahren. Oder ich komme zu dir, dann kann er dich nicht aufschalten. Ich sehe ihn gerade nicht, da. Jo. Oh, tief. Oh, da kann was. Da ist noch irgendeiner rechts, links von dir. Ja, das ist der Daishi. Ah, wir haben uns zu lang aufgehalten da. Scheiße. An der Ecke. Naja, ich stehe halt. Ah, Bein ist zerstört. Ja. Ja, wenn man ein Maschinengewehr nimmt. Weil die Maschinengewehre kritten, wenn die Armor auf ist. Du bist ich bin der Letzte. Hol dir noch Cap-Punkte. Du bist der Letzte.
Ja, sei ja, ich bin der Letzte. Ich glaube, ich habe dir das Bein weggeschossen. Oh, dann ist das so. Nicht schlimm. Was willst du da machen, wenn da so ein 100-Tonner auf dich zugerollt kommt? Treten kaputt. Danke, danke Grenz, dass du da warst. Minus 37, das war dein Bein. Du warst das. Ja, ist egal. Hätte nichts geändert. Hätte gar nichts geändert. Ja, wir haben uns da verhaspelt an der Ecke, das Team. Unser Team. Ja. Ja gut, aber wenn wir weitergelaufen wären, hätten wir die alle im Rücken gehabt. Ja. Da muss ich... Jawohl, Kaffeemaschine an. Aber der Kitfox macht mir so viel Spaß. Glaube ich dir. Er hält zwar nichts aus, aber so im richtigen Moment ist er echt fies. Ganz kurz weg. Haben es ja beide geschafft, ins Weltall zu kommen, ha? Beide Milliardäre, lese ich gerade. Die Virgin, das habe ich ja verfolgt. Habt ihr das mitgekriegt, die Milliardäre, die jetzt eigentlich ihren privaten Weltallflug hingekriegt haben? Die ihren was haben? Privaten Weltallflug. So. Ja. Die Virgin habe ich gesehen, heute Sir Bezos hier von Amazon Zeit geschafft. Das andere war der Brite. Ja. Dieser uralte Brite. Was, der 78 oder so? Ja. Ist das nicht, weil das ist ja Virgin, ist das nicht der, der auch, wie hieß denn das Spiel damals gemacht hat? Wie hieß denn das? Dieses Rollenspiel? Virgin Interactive, damals das Studio. Ja, genau. Ja, das ist die hatten früher ein eigenes Game-Studio. Das war hier, Was war denn das für ein Spiel? Haben die nicht Monkey Island und so gemacht? Oder war Monkey Island von LucasArts? Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, aber irgendwas war es in die Richtung. Und ich glaube, Virgin Interactive hat sogar MechWarrior gemacht. Kann das sein? Kenn ich es daher? Wollen wir gerade ausgehen? Ich meine, das ist vielleicht die Todesfalle, aber da kriegen wir Kappa. Ja. Da gehen wir geradeaus. Master System. Westwood, im August wurde bekannt, dass Electronic Arts was so. Resident Evil. Ich meine, es ist ja, weil die Militäre, dass die sich das leisten und so weiter können, das ist halt, könnte man neidisch sein quasi, ne? Aber ich finde das eigentlich auch eine gute Entwicklung, dass halt Privatleute das sogar auch jetzt mittlerweile schaffen, für die allgemeine Entwicklung, was die Erkundung des Weltraums angeht irgendwann, ne? Ja. Wir haben hier vorne übrigens direkt gleich Gegner. Ja, ein Lightmech ist drin. Nee. Ein Asp, Blood, zwei Lightmechs und ein Blood Asp. Drei Lightmechs. Ja, ich komme mich um den Blood Asp. Wir sind ja bewaffnet. Der hat die Schulter schon auf. Salbiert. Ja, der. Ich muss aufpassen, ich bin hinten auf am Rücken. Die machen mich weg. Ich habe zwei Lights an mir. Jungs, ich habe zwei Lights an mir. Ich habe keine AMS mehr. Wo bist denn du? Ich habe keine ICM mehr. Es ist so unfair, dass die Lightmechs einen so wegmachen können. Das ist so dermaßen unfair. Ja, ich bin leider nicht hochgekommen.
Der ist mit seiner Bewaffnung, meiner Bewaffnung bei weitem überlegen. Das ist so lächerlich. Weißt du, wenn du den mit Large Pulse Laser triffst, dann müsstest du dir ans Weltall fliegen. Kriegt das gewonnen da auf die Ecke? Sehe ich gerade noch nicht. Die Leute sind echt nervig. Dass er mich mit den Mikrolasern überhaupt treffen darf. Auf die Entfernung. Der hat mir in den Seitentor so einfach rausgeschossen. Ja. Von vorne, ne? Und ich kann mich nicht gegen den wehren, weil ich habe ja Brustwaffen und komme nicht so weit runter. Ja. Das ist übrigens der Grund, warum da also Mausgard sagte, deswegen werden die Lightmax alle größer gemacht. Ja, weil ich kann den gar nicht beschießen mit meinem Brustwaffen. So, die zerlegen uns total, die beiden Piranhas. Ja. Kannst du dem King Crab noch helfen oder bist du auch raus, Chris? Ich kämpfe ja auch gerade gegen den Light. Das ist ein Witz. Guck mal, wie die King Crab auch auseinandergenommen wird. Vor allem habe ich das Gefühl, ich mache keinen Schaden an dem. Ja, genau. Genau, das habe ich auch. Ich habe den voll getroffen mit dem Large Possessor. Nicht nur einmal, sondern 3-4 Mal. Und es passiert nichts. Der eine ist down. Ich habe hier oben immer noch einen. Geh zum King Crab. Du hast ja noch genug Panzerung. Nee, Rücken ist gleich auf bei ihr. Pass auf, dreh dich, ja. Rücken ist gleich auf. Ach, das ist der Javelin. Gar kein Piranha mehr. Ach, wir sind eh gleich tot. Nee, habe ich mehrmals mit sämtlichen Raketen getroffen. Ja, die Lightmax sind, die müssen unbedingt genervt werden. Zu stark in dem Büro. Deswegen werden ja auch so viel gespielt. Aber davon lassen wir uns nicht die Laune verderben. Das kriegt ihr nicht hin. Ja, das war's mit meiner Sam. Ja. Ja, das war's. Ja, aber wie viele Lightmax hatten die überhaupt? 6? 5? 6 Stück? Ja. Bei uns waren 3, ne? Ich war einer davon. Ich bin ja kein Kampfmech. Nee, ich meine ja die Gegner. Bei uns waren 3 Lightmax, aber auf deiner Seite habe ich auch 2 gesehen. Also zwei Piranhas, den Javelin und die Blood Ass hatten wir. Ja, und dann kam ja noch der Channer dazu. Das heißt, 4 oder 5 Lightmax-Gegner-Team. Das ist natürlich oberätzend. 6 Ultra AC2, das ist eigentlich eine ziemlich geile Bewaffnung. Weiter geht's. Es wird Zeit, dass wieder die Stormcrows mehr gespielt werden. Stormcrows mit Blitzcars eher. Weißt du, die da auf. Ja, der Aufschalt SRMs. Achso, ja, hier die Streaks. Streak. Ja. Das sind die Killer immer gewesen, weil die so schön schnell ist. Resident Evil 1 ist von Virgin Interactive. Ja, ich hab geliefert auszusehen. Du willst also nicht mehr mit uns spielen? Nein, mit dir nicht. Okay. So, verstanden. Virgin Group erfolgt die Übernahme durch die französischen Titus Interactive.
Ein erfolgreicher und einflussreicher Publisher von Computerspielen aus Großbritannien. 1983 gegründet. Ich weiß jetzt, woher ich es kenne. Von meinem Sega Mega Drive von Disneys Aladdin. Ja, das kann sein. Daher kenne ich das. Das gleiche Spiel gab es übrigens auf dem Super Nintendo auch. Und auf dem 386er wegen Prince of Persia. Ja. Das hat, glaube ich, auch jeder gespielt mal irgendwann, der so alt ist. Nö. Nee, echt nicht? Nein, hab ich nie. Lemmings? Hast du Lemmings gespielt? Lemmings, ja klar. Lemmings war auch geil, ne? Hab ich mir mal kaputt gelacht. Auf meinem Amiga 500. Und das erste Spiel, was mein Papa mit mir zusammengespielt hat, das war Worms, das allererste. Was hab ich mich kaputt gelacht? Worms war großartig. Ja. Vor allem das erste Spiel mit meinem Papa. Ja. Na, ist ja klar. Ich packe ein LRM-Mech aus und schon kommt diese Scheißstadt. Und was haben wir an einer Stelle haben wir Tränen gelacht. Er stande mit dem Gesicht zum Wasser mit seinem Wurm an der Kante, mit dem Gesicht zum Wasser, ne? Und ich stand auf der anderen Seite hinter ihm im Rücken und er wollte auf mich eine Granate schmeißen. Er hat seinen Wurm gedreht und dadurch, dass er seinen Wurm gedreht hat, ist er ins Wasser gefallen. Das war so geil. Das Geilste ist eigentlich, es gab ja irgendwann, gab es ja dann auch die Aktion einfach nur schubsen. Ja. Einfach so pop. Ach, richtig gut. Ein mega geiles Game. Ja, Worms. Worms Armageddon war so mein absolutes Lieblings. Das habe ich auch ziemlich hart gespielt. Also was das sind so Spiele, weißt du, wo ich sage, zum Lachen, ne? Und ich weiß nicht, ob du es schon mit Ella gespielt hast, aber was ich euch beiden als Pärchen empfehle, was ihr mal spielen solltet, ist It Takes Two. Ich habe das schon mal durch. Habt ihr auch haben schon durch? Habt ihr auch? Ja. Ich habe Tränen gelacht mit meiner Frau. Das ist geil. Das war richtig, richtig gut. Ja, dann müsste man das nochmal so durchspielen. Ella kann es mit Yvonne durchspielen und ich spiele es mit dir durch. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann musst du mal hier A Way Out. Haben wir auch gespielt. Haben wir auch jetzt zusammen gleich gespielt. Auch ein geniales Spiel. Das Ende war heftig. Ja, überhaupt gar nicht. Hast du gar nicht mit gerechnet. Weißt du, das war der Oberhammer. Klar. Also, ehrlich. Ups. Gehen wir auf Epsilon. Kann man machen. Wo ist das? Da hinten. Ja, A Way Out, das Ende, das war so, das hast du gar nicht damit gerechnet, dass das sich so entwickelt, ne? Ja. Hast so ein bisschen wie die Elefantenszene bei It Takes Two. Ja, die war auch so heftig. Der arme Elefant. Voll übel, ne? Richtig übel. Und ich fand aber, mit der besten Szene fand ich auch das Eichhörnchen auf dem Flieger oben drauf, die Kampfszene, wie Street Fighter. Da sind Max. Ja, ich bin da. Ich sehe aber keinen. Wo sind sie? Mittendrin. Mittendrin anstatt nur dabei. Da sehe ich einen. Wir haben Zikara, noch ein Zikara. Und die lassen mich nicht in Ruhe. Wo? Ich habe keine Ziele. Ich guck gerade hier oben. Ziele kommen. Da ist noch ein Osiris oder ein Tor. Ich bin auf dem Orion. Jetzt müsstest du Ziele kriegen. Ja, sind zwei ECMs. Ich habe mir Dings hochgesetzt, eine UAV. Ja, ich auch. Versuchen sie. Der Dicke will mich. Ich bin auf dem drauf, auf dem Dicken. Au. Irgendjemand hat mich one-shotted in den Rücken. Das ist nicht so nett. Der hat die linke Schulter auf. Sehr schön. Danke. Sehr geiler Kill. Oh, wir haben hier einen Assault hier oben. Auch noch an der Ecke.
Er schießt was in den Rücken. Ob wir dahin noch wegkommen? Wo bist du da? Ne, du bist der da hinten. Du bist am Wasser, ne? Lass dich mal ein bisschen zurückfallen. Ja. Ich hab irgendwas hier, das schießt mir in den Rücken. Das hat meinen Rücken komplett aufgeweicht. Ich versuche hier noch wegzukommen, aber wahrscheinlich keine Chance. Naja, wahrscheinlich nicht. Boah. Ja, ein leggender Flieh. Klasse. Ja. Komm, auf die Rampe. New Target acquired. Yay. Ein Flieh mit Jumps, weil er so einen hohen Ping hat. Lauf! Vorwärts. Battlemaster. Kurz warten. Hast du dich abgeschaltet? Ja, ganz kurz. Da läuft er. Scheiße. Ich wollte es eigentlich veräppeln, aber naja. Hat fast geklappt. Er hat ein bisschen komisch geguckt, ne? Ich möchte mal wissen, was der Flieh drin hat. Was der mir mit zwei Schuss den kompletten Rückenpanzerung weggeschossen hat. Kommt's aber auch nicht raus, oder? Ja, der traut sich nicht. Ja, der ist schon auf. Ich bin auch auf. Jetzt müssen wir nur gucken, wer Alpha ist. Scheiße. Ach, schade, hätte doch noch mal klappen können. Schade, dass er in die Garage geguckt hat, ne? Fuck! Extra schnell abgeschaltet, damit sie vorbeilaufen, dann wollte ich in den Rücken fallen. Scheiße! Schade. Aber das Positive dran ist, ich habe wieder solche Ideen. Ich komme wieder in mein altes Gameplay rein. Früher habe ich ja nur so einen Scheiß gemacht. Ja, sah eigentlich ganz gut aus, unsere Ecke, ne? Und dann kam aber das gesamte Team zu uns, das Gegnerische. Ja. Und die Fliedi war ärgerlich, was dich da rausgenommen hat, Chris. Ja. Vielleicht kriegen wir die nochmal rein. Ich bin halt einfach in den Rücken gewone-shottet worden von irgendwas. Keine Ahnung. Ja, es wird auch die Flieh gewesen sein. Vielleicht den Flieh? Wie wir einfach gerade mal 200 Punkte haben, ey. Ach, schade. Wieso hat das denn geklappt mit dem Abschalten da? Klappt übrigens gut, das müsst ihr auch mal selber mal ausprobieren. Wenn eine Übermacht kommt, einfach irgendeine Nische stellen, ausschalten, warten und dann in den Rücken fallen. Ne? Ja. Das ist mega gut. Ja, ich mach Pause. Ich sollte so langsam mal frühstücken. Frühstücken? Ja, ich hab auch noch nichts gegessen heute. Na gut, ich habe selber nur eine Banane bis jetzt gegessen.
will ja als Sag ich mal jetzt. Ja, dir auch. Weil ich habe ja, wo ich den Make-Roboter Job gemacht habe, ne, da habe ich so 95 Kilo gewogen, war aber voll durchtrainiert, weil vom Arbeitgeber war gefordert, dass du halt dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehst, um den Job halt überhaupt machen zu können. Du hast das auch bezahlt, kriegst alles. Und durch die ganzen Krankheiten habe ich jetzt 35 Kilo zugenommen. Boah, übel. Das ist fies. Ja. Ja, durch das, das hat angefangen, wo ich Cortison gekriegt habe. Ich habe ja ein Jahr lang Cortison gekriegt und das Cortison, das hat es reingehauen, alles. Die Fressattacken. Aber ich darf ja Reha-Sport machen im Fitnessstudio weiterhin. Das ist wenigstens was. Hauptsache bewegen. Ja, ja, Fitnessstudio. Ja. Das ist das Wichtigste. Kann zwar nicht immer das machen, was ich ja früher alles gemacht habe, aber Hauptsache ja. Etwas. Du musst jetzt noch so lange spielen, bis die Frau zu Hause ist. Ja, das ist ja gut an. Geht wieder keiner mehr. Was mich wundert, wir verlieren ja doch schon recht oft momentan, ne? Aber die KD geht trotzdem als hoch. Ich habe heute Morgen habe ich fast ausschließlich gewonnen. Aber was heißt heute Morgen, als ich vorhin angefangen habe zu zocken? Ja. Nur so richtig, richtig übel krass gute Matches gehabt. Also eins, wo ich mich richtig hart aufgeregt habe, da haben wir, das war auch hier Basen erobern. Ja. Wir waren mit 3 Max in der gegnerischen Basis, wir hatten die auf 90%. Ja, also ja. Es fehlte wirklich nicht mehr viel. Und von unserem Team ist keiner nachgekommen, weil die sich geballert haben und dann sind die Gegner gekommen zur Basis und was machen die Leute? Laufen aus dem Capture Point raus. Dann anstatt da eben versuchen zu überleben. Ja. Und die letzten 10% mitzunehmen. Da muss ich dir mal von nee, gestern raus. Ein kleines Highlight mal zeigen. Gestern, das war so knapp. Berichte er. Ja, warte, warte, ich muss nicht. Achso. Schneid dir ein Highlight schnell zusammen. Das ist schneller, schneller so gemacht, als irgendwie erklärt. Bist du schon unterwegs, mein Herz? Soll ich dir den Kaffee schon rauslassen? Das ist das. Stopp, 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 stopp. Connecting, ready. Warhawk. So. Und komm. Wieder irgendwie in meinem Rücken geschossen. Nein, 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 nein. Würde ich nie machen. Good vibes and good shootings. Yes. Ja, ich habe jetzt 2 Rotary ACCF5 und 4 Medium Laser drin. Ne, das hört sich und halt die 4 AMS mit 9000 Schuss. 4 AMS? Alter Schwede. Wo wollen wir denn hin? In die Mitte. Also übers Wasser schnell. Ich bin ein kleiner Sprinter, Corsair. Wie schnell? 58. Naja, 58. Target spotted.
Da ist noch ein Corsair auf der Gegenseite. Man hat die schöne gerade das AMS schießen sehen. Ich habe Low Signal bei mir. Ich habe irgendwie bei mir einen Light Mac oder irgendwas. Ich weiß nicht, wir haben hier einen Orion links von uns in F6. Und wir müssten ein UV über uns haben wahrscheinlich. Ja, da ist ein UV über uns. Kommst du da dran? Nicht. Ich sehe nur unsers. Ich sehe nur unsers. Okay. UAV ist down. Wo schießt denn der hin? Da ist doch gar nichts. Ja, doch, da. Ich gebe wieder meine Rampe. Was war jetzt dumm, Hendrik? Wir haben hier einen Assault, der durchbricht auf der Seite oder will durchbrechen. Gargoyle. Ich komme mal zu euch. Naja, nee, hat sich wieder zurückgezogen. Ja, ich will nur nicht mehr hier mitten im Wasser stehen. Da läuft ein Light Mac. Supporte mal den Daishi. Das ist Warhawk. Warhawk, Daishi. Ding. Ach nee, doch nicht. Das ist ein Direwolf, du hast recht. Das ist ein Direwolf? Okay. Ja. Ich habe nur die mächtige Struktur gesehen. Den Locust vor mir. Ich habe einen Locust hinter mir. Dass er hier so frei rumrennen kann. Raff ich nicht. Jetzt auf der Wasserseite. Bei dir da. Was ist mit dem Corsair, was da ist? Weiß ich nicht, ich bin bei dir, ich stehe auf Land. Guck in Landrichtung. Corsair ist auf. Da kommt ein Fafnir.
Hast du den Rifleman gerade rausgenommen? Ja, ja. Ne? Ja. Und dann mir ist auch noch ein Jägermädchen, habe ich halbiert. Und ein Katapult ist gerade vor mir hochgesprungen. Beim Night Gear ist noch der Locust. Locust down. Kannst du auf den Katapult Druck machen? Der kommt bei dir gerade rum. Ja, ich kann es versuchen. Ich bin sehr, sehr langsam. Bist du das nicht an der Ecke da? Ja, oh, das warst du doch. Down. Ja, ja, wollte gerade sagen. Wo sind sie denn? Ach, da an der Ecke. Hä? Da ist er doch. Unter mir. Wasser. Läuft! Ah, das war eine richtig gute Runde. Ah, 680 Raketen zerstört. Bist du? Da ist Smalltalk. Nee, scheiße, das war verkehrt. Das war der gleiche Link normal. Ist aber ja nicht schlimm. Wieso hat er das nicht kopiert? Warte mal. Oh. Hä? Wenn der Corsair jetzt noch ein ECM nehmen könnte. Links da oben drin, das sieht so geil aus. Ah, da. Jetzt. Hier ist knappes da. Ding. Gucken wir gleich mal an. Ah, ich weiß nicht, was ich mit den Ultra-AK-Waffen falsch mache, also mit den Ultra-AC-10 und so. Ich habe die ständig im Jam. Dann tust du es zu stark. Ja, zu stark belasten, keine Ahnung. Ich glaube, das ist jetzt letzte oder vorletzte Runde für mich. Ja, das hört sich gut an. No. Du musst oben auf den Cap-Balken gucken bei dem Video. Das ist das Interessante dabei. Auf den Cap-Balken, okay. Ja, oben. Ja. Domination. Gleich wieder da. Ach, fuck. Kaffee für die Frau steht bereit. Damit kann ich meinen leider nicht vom Ofen hervorlocken. Die trinkt keinen Kaffee. Die kriegt immer dann von mir was anderes gemacht. Ich habe ja gestern zum Beispiel einen Vanilleshake gemacht. Einen selber auch gemachten. Ich habe auch schon die Haustür gehört. Stalker 5M. Oh. Jägerman, Cataphract, Rifleman, Arctic Cheetah, Wolfnir, noch ein Cataphract. So ein Battlemaster. Ah, sieht ganz gut aus. Moinsen, Lori! Ein wunderschön!
Slow Ride. Ja. Yeah. Das ist so niedlich, wie der Corsair so tap 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 tap. Wie der läuft oder was? Ja, wäre auch, weil ich ja 10 schneller laufe als normalerweise und der so gar nicht von der Bewegung, das passt so überhaupt nicht. Das ist total witzig. Ich hätte gesagt, wir bleiben mal ein bisschen mehr rechts, ha? Können wir gerne machen. Der Wolverine hält sich an uns. Der Stalker nicht. Beim letzten Mal wurden wir hier total aufgeraucht. Ja. Er ist schon mal oben drauf. Ich würde auch gerne tiefer gehen. Könnte man die UV hier machen, vielleicht um das zu helfen, zu spotten. Und wenn wir jetzt da an die Seite rein. Also wenn wir jetzt hier die Rampe hochgehen und dann gleich wieder nach links. Und dann in dieser Ecke da kämpfen, glaube ich, ist eine gute Idee. Weil da können wir ein bisschen Querfeuer geben. Yes. Müssen wir aufpassen, wenn sie dann anfangen auf uns zu drücken, ne? Dann müssen wir rechtzeitig weg. Warst du das? Entschuldigung. Huch. Ich hab schon gedacht, da kommt einer von hinten. Das reicht schon fast so. Obwohl, wir haben einen Nightmare, der geht auf der rechten Seite lang. Das ist gut, dann wissen wir, dass einer rechts kommt oder nicht. Ich hab mich da einbrochen. Lass mich, komm jetzt wieder hoch. Der zerschießt das Alpha von denen. Schade, ich habe die Schulter nicht geöffnet kriegt von dem. Jetzt aber. Ja, vom Warhawk. Guck mal, die andere Schulter noch, ist er weg. Also. Kann man sogar ein bisschen pushen. Oben links steht noch einer drauf. Ja, ich weiß. Da, wo ich hinschieße. Komm mal mit runter, hier ist ein Marauder, der ist ein Opfer. Da ist noch ein Assault dazwischen. Der King Crab. Sehr schön. Und dann kommen wir zurück. Ach, das ist ein Jäger-Mac da oben. Wir können auf den Jäger-Mac gehen. Das hier so wehtat. Ja, aber den Jäger-Mac holen wir uns jetzt. Thank you.
Rechts ist auch noch einer irgendwo. Ja, da ist einer rechts, noch eine Zikada ist rechts. Bei mir, wo ich bin. Das ist Spider. Spider läuft auf E4, D4. Kommt hier gleich. Bein erwischt. Hat das Bein ab und das andere ist gelb. Der ist durch. Jo. Ein Large Pulse Laser. Das ist schon nice. Finde ich interessant. Könnte ich ja sein, der das spielt. Hallo Mausman. Ja, war doch nochmal ordentlich Spiel. Ja. So muss das laufen. So, und du bist jetzt erstmal weg, ne? Ja. Genau. Ich mache jetzt erstmal Schluss, das trifft sich ganz gut, das passt mir ganz gut. Genau, und ich guck mal, was mein Sohn macht. Guck mal am Balkon, ja, im Garten. Und komm dann nachher mit mit Mac Commander wieder. Ja, und wir kommen nachher mit Time Stories wieder. Was ist das? Ein Brettspiel. Das muss ich mir mal angucken. Ja, wir spielen nachher ein Brettspiel. Da bist. Naja. Später. Ich gucke euch zu, deswegen 19, das meine ich. Ja, 19 Uhr ungefähr. Vielleicht ein ganz kleines bisschen später. Okay, weiß ich Bescheid. Ja, bis dahin habe ich das Tablet aufgeladen, dann gucke ich auf dem Tablet bei euch mit. Ja, geil. Ansonsten an die beiden Chats, ne? Guckt wieder rein. An die beiden Chats. Guck wieder rein. Genau. Wir sehen uns morgen. Genau. Nachher. Verdammt, was rede ich denn? So. Ciao.